mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Ich möchte dir in der heutigen Folge etwas vorstellen, was ein bisschen mein 2020 Golfjahr verändern wird, hoffe ich auf jeden Fall. Und das ist einfach eine kleine Miniserie, die ich machen möchte mit dir über Bücher, die entweder meine Saison beeinflussen, mich beeinflusst haben oder die ich einfach finde, sollte jeder Golfer im Regal haben. Vielleicht hast du auch schon mein YouTube-Video dazu gesehen, die Top 5 Golfbuch-Kategorien. Verlinke ich dir auf jeden Fall in der Beschreibung, in den Shownotes, damit du weißt, von was ich spreche. Aber dort bin ich auf Kategorien eingegangen. Ich möchte in dieser Mini-Podcast-Serie explizit auf einzelne Bücher eingehen, die ich dir empfehlen möchte. Ein Buch davon war das letzte, was ich gelesen hatte, oder das letzte Golfbuch, was ich gelesen hatte. Es heißt Zen Golf. Zen, wie die buddhistische Achtsamkeits- oder Meditationslehre, nenne ich es mal allgemein gefasst. Was Zen genau ist, verlinke ich dir auf jeden Fall in den Shownotes. Kannst du nochmal nachlesen, was es genau bedeutet. Da braucht man das Rad nicht neu zu erfinden. Da lässt man doch lieber Wikipedia oder dergleichen das genauer erklären, wie ich es überhaupt jemals könnte. Zen Golf, das Buch, werde ich dir auf jeden Fall, wie gesagt, auch verlinken, ist von Joseph Parent und ist einfach ein US-amerikanischer Golfspieler, der die buddhistische Lehre des Zens auch in sein Golfspiel übertragen hat und eben dort gelernt hat, was es heißt, wenn man mit dem Thema Zen sich beschäftigt und allgemein ein bisschen achtsamer mit seinem Leben umgeht, was ja auch unter anderem zur Zen-Meditation oder zur Zen-Lebensweise gehört, sondern allgemein auch, was das Thema Zen mit dem Golfspiel macht. Und da sind wirklich ein paar sehr, sehr, sehr gute Tipps drin, die ich dir nur empfehlen kann, auch nachzumachen. Und ein Tipp ist auf jeden Fall auch dort, nicht über das Große und Ganze beim Golfen teilweise nachzudenken, sondern einfach immer Schlag für Schlag nachzudenken und auch ein bisschen das Ganze ein bisschen lockerer zu sehen. Weil auf der einen Seite, wenn du eine 90er-Runde spielst, kannst du happy sein. Ein anderer ist bitter enttäuscht, eine 90er-Runde zu spielen. Aber wichtig ist auch einfach, dass ihr, egal welche Spielstärke ihr habt, Spaß auf dem Platz habt. Wenn du eine schöne Runde gespielt hast, ist der Score oft auch egal. Hauptsache, du hast viel Spaß gehabt. Aber einen Tipp, der mir das Buch Zen Golf von Joseph Parent mitgegeben hat, den ich definitiv, aber zu 100% dieses Jahr anwenden werde, ist ein recht unscheinbarer Tipp zum Thema Putting. Und den möchte ich dir definitiv jetzt weitergeben. Das ist nämlich total einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so, wenn ich kurze Putts habe oder Putts, wo ich denke, die müssen fallen, dann sind es die ersten, die ich vorbeischiebe am Loch. Und da gibt es auf jeden Fall einen. Also erstmal üben, üben, üben und dann hätte man es vielleicht auch erledigt, das Problem. Aber trotzdem, um so ein bisschen auch das Mentale zu stärken, was so Mini-Putts angeht, ist da ein wunderbarer Tipp drin und der sagt, konzentriere dich natürlich so, wie du auf den Schlag dich konzentrieren musst, aber hör auf, darüber nachzudenken, was du machen musst, wie auch immer. Geh deine Pre-Shot-Routine durch, geh deinen ganz normalen Ablauf eben auch durch, wie du bei einem kurzen Putt das machst und dann stell dir vor, wie es sich anhört, wenn der Ball ins Loch geht oder wie quasi das Golfloch riecht, dass du die Erde riechst, die drin ist, vielleicht auch den Kunststoff, vielleicht hat aber auch dort der, keine Ahnung, der Regenwurm, der rausguckt, gerade eine Tasse Pfefferminztee getrunken, keine Ahnung, aber stell dir vor, wie du dir vorstellst, wie das Golfloch riecht. Was ich damit meine ist, oder was auch dann Joseph Parent da drin so wunderbar erklärt ist, sobald du anfängst, drüber nachzudenken, was du jetzt genau machen musst, wie du jetzt vielleicht deinen Schlag verändern musst, was, um das Ding einfach reinzukriegen, damit beschäftigst du dein Gehirn so sehr, dass der Schlag einfach weniger oft gelingt, als es vielleicht sein müsste. Wenn du aber jetzt deine Sinne ansprichst, das heißt sehen, riechen, hören und schmecken und alles, dann geht der Putt eher rein, weil dein Kopf abgelenkt ist, weil diese Verbindung mit du hörst und siehst, beziehungsweise du regst einen Sinn an und denkst darüber nach, was du alles machen musst. Das klappt nicht. Das bekommen wir irgendwie in unseren Kopf nicht rein, wir Menschen. Das heißt, wenn du dir vorstellst, wie das Golfloch riecht oder vielleicht auch einfach allgemein der Golfplatz riecht oder was auch immer du dir vorstellst, was im Golfloch liegt, wie es riecht, dann musst du dir nur vorstellen, erstens, wie es riecht und wie der Ball diesen Geruch quasi abbekommt. Und somit wirst du einen ganz anderen Impuls haben, den Ball auch wirklich einzulochen
Und das ist ein Tipp, den ich wirklich, wirklich anwenden werde, weil ich habe das Problem bei kurzen Putts, dass ich öfters mal den Ball vorbeischiebe, dass ich mir einfach so ein bisschen, ja, zu viel Druck mache. Und diese Situation ein bisschen, ja, zu entschärfen allgemein, werde ich den Tipp definitiv anwenden, mir vorzustellen, wie das Golfloch riecht. Klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber man kann sich so vorstellen, denke ich doch, was man damit meint, dass man einfach einen der Sinne anspricht, um das Gehirn ein bisschen abzulenken. Aber allgemein, das ist jetzt nur ein einziger Tipp aus diesem Buch, was über, ich guck mal schnell nach, das hat knappe 200 Seiten. Jede paar Seite ist ein neuer Tipp oder eine schöne, interessante Geschichte, die einfach auch passt. Ich will dir auf jeden Fall nicht zu viel vorwegnehmen, was du alles in dem Buch lernen wirst, aber allein solche Unterschiede, wie man die kurzen Putts angehen kann, aber auch genauso gut Übungen, die du machen kannst, sind alle in dem kleinen Taschenbuch Zen Golf von Joseph Parent mit inkludiert. Und solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen, solltest du dir durchlesen, gibt es mit Sicherheit auch als E-Book, wenn du keine Taschenbücher magst. Ich habe es in der Hand und finde es wirklich sehr, sehr, sehr spannend, was man alles mit dem Thema ja, Achtsamkeit auch machen kann, wenn man einfach ein bisschen anders da an die Golfthematik vielleicht auch in, ja, auf dem Platz dran geht und wie man manche Dinge einfach entschärfen kann. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit deiner neuen Lektüre Zen Golf von Joseph Parent. Link findest du in der Beschreibung. Und ja, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Lass mir gerne ein Statement da, was du dazu sagst, ob du schon Erfahrungen mit dem Buch hast und was du allgemein dazu sagst, was so Zen Golf für dich vielleicht auch bedeutet. Ich freue mich von dir zu hören. Schreib mir gerne auf Facebook, auf Instagram oder einfach per E-Mail und gib mir eine Rückmeldung, was du davon hältst und ja, wie du allgemein mit dem Thema umgehst. Daher, ich wünsche dir viel Spaß, tollen Start in die neue Saison und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach Mehrwert liefern, möchte dir noch mehr tolle Gäste präsentieren. Daher teile den Podcast mit allen, die du kennst. Wenn er dir gefallen hat, gib mir ruhig ein Feedback und bis demnächst. Ciao, ciao. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.